Sobald du dieses Feld betreten hast, welches du als menschliches bezeichnest, von hier aus ist deine Entwicklung nicht mehr naturgegeben. Es muss bewusst sein. Wenn du nicht bewusst wirst, wird es von hier aus keinen Fortschritt mehr geben. Affen können Fortschritte machen, der Mensch kann nicht Fortschritte machen. Er kann nur bewusst Fortschritte machen. Irgendwo vertraute die Natur deiner Intelligenz. Die Natur glaubte, dass mit der Intelligenz, die du hast, du ohnehin das Höhere wählen wirst, nicht das Niedrigere. Aber du hast versucht, das Vertrauen der Natur zu übertreffen. Dies ist nicht möglich. Egal, wie viele Möglichkeiten du hast, dich selbst zu verwöhnen, irgendwo sehnt sich etwas nach etwas Größerem. Ist das nicht so? Ja? Du füllst dich mit Reichtum und Schmutz und allem, aber die Sehnsucht ist immer noch nicht fort. Wenn die Sehnsucht also unerträglich wird, suchst du. Wenn du suchst, kannst du selber nicht das suchen, was in dir selbst ist? Du kannst, aber es ist ein unerforschter Pfad. Weil es ein unerforschter Pfad ist, wenn du alleine gehst, weißt du, was mit Kolumbus passiert ist? Er wollte nach Indien kommen und landete hier. Es war ein unerforschter Pfad, nicht wahr? Einfach durch Zufall landete er auf diesem Kontinent. Wir hören nur von denjenigen, die irgendwo gelandet sind. Weißt du, wie viele niemals irgendwo gelandet sind? Ja? Tausende von Seemännern, die sich auf den Weg machten, sind niemals irgendwo gelandet. Wenn du ohne irgendeine Anleitung einen unerforschten Pfad gehst, dies ist, was geschehen wird. Nun, da Kolumbus hier gelandet ist, sieh, wie einfach es von Europa nach Amerika ist. Warum? Jetzt ist es wegen dieses Mannes ein erkundeter Pfad, nicht wahr? Ähnlich gehst du zu einem Guru, weil er gelandet ist. Nun, seine Erfahrung zu nutzen ist eine gute Sache. Kann ich das nicht alleine machen? Du kannst, aber wir wissen nicht, wie viele Lebenszeiten du auf dich selbst gestellt brauchen wirst. Nicht, dass es unmöglich ist. Du kannst es auch in einem Moment tun, weißt du? Du könntest einfach dort landen. Wir wissen es nicht. Aber 99% der Leute werden sich einfach verirren und weggespült werden. Deshalb ist ein Guru gekommen. Ein Guru ist nur ein Gerät. Ein Guru ist keine Person. Das muss verstanden werden. Nur wenn du anfängst, mich als etwas zu erfahren, mehr als eine Person, nur dann bin ich ein Guru. Bis dahin bin ich es nicht. Guru Purnima ist wichtig, weil eine Sache ist von historischer Bedeutung, denn dies ist der Tag, an dem Adiyogi in einem Guru übergeht nach der Sommersonnenwende. Dieser erste Vollmond hat eine gewisse Auswirkung. Es wird allgemein als ein Tag der Gnade betrachtet und an diesem Tag entschied der erste Guru zu lehren. Also es ist eine bedeutsame Erinnerung für uns, für jedes menschliche Wesen auf diesem Planeten, denn jeder lebt in seinen eigenen Einschränkungen von Körper, Geist, sozialen Strukturen und Gesetzen, alle möglichen Dinge. Es gilt für jedes menschliche Wesen. Es ist wichtig zu wissen, dass es einen Weg gibt, jenseits dieser Dinge zu sein. Das ist die Erinnerung an den Guru Purnima.